danke an die Nachrichten. Ganz herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung, heute zum Herbstanfang. Er ist tatsächlich da, aber doch wunderschön. Ja, wir starten heute mit einer spannenden Entscheidung aus dem Fußball. Es ist ein Urteil gefallen, das Signalwirkung haben könnte im Sport für die Stimmung in Stadien. Es geht um die spannende Frage, wer zahlt, wenn sich ein Fan im Stadion unfair und unsportlich benimmt. Bislang war es so, die Vereine zahlen, aber das könnte sich jetzt ändern. Geklagt hat der erste FC Köln und womöglich wird ab heute schlechtes Verhalten im Fußball richtig teuer für den, der da mitmacht. So, und bei uns geht es jetzt um Bier und gute Stimmung eigentlich. Stellen Sie sich mal vor, es ist in München Oktoberfest und kaum einer geht hin. Das ist tatsächlich die Situation in diesem Jahr. Terrorangst und schlechtes Wetter, das war in der Kombination dann wohl einfach ein bisschen zu viel. Selbst der Münchner Oberbürgermeister, der klagt inzwischen über die schwache Wiesen. Und eine Münchner Zeitung schreibt, die Schausteller bräuchten langsam psychologische Hilfe. So mies läuft das Geschäft in diesem Jahr. Aber allen Pessimisten sei unbedingt der Wetterbericht empfohlen. Der machte heute schon so manches besser. Wir haben noch ein Tier, aber eine Nummer kleiner und nicht so gefährlich. Für Autos gibt es Airbags, für Menschen gibt es Warnwesten. Aber was bitteschön gibt es eigentlich für Hühner? Ich gebe zu, diese Frage, diese Lücke ist uns bislang auch noch nicht so richtig aufgefallen, aber wahrscheinlich nur, weil wir Polly nicht kannten. Polly ist ein Huhn, das ständig wegläuft und dann sein Leben riskiert. Da musste nun irgendwie Abhilfe her und die kommt aus Großbritannien. Es gibt für solche Fälle tatsächlich eine Erfindung, die Warnweste fürs Huhn. Bitte schön. Ja, schöne Geschichte. So, ab heute ist es amtlich, so steht es zumindest im Kalender. Ja, und so steht es ja auch bei uns. Wir haben Herbst. Es ist nicht mehr wegzudiskutieren. Aber bevor wir dem Sommer jetzt hinterherweinen oder vielleicht gleich in den Herbstblues übergehen, verrät uns Cindy Haufe, warum es gar nicht so schlecht ist, jetzt den Sommer ziehen zu lassen. Denn wir sind heute pro Herbst eingestellt. Es wird einiges besser auch. Schauen Sie mal. Ja, wir tun was für die Geburtenrate in Brisant, dank des Herbstes. So, jetzt kommt etwas, da hätte Thomas Gottschalk früher gesagt, Kinder, bitte nicht nachmachen, sagen wir jetzt auch. Es ist gerade ein absoluter Renner im Netz. Der Mann ist so eine Art Schornsteinradler, schauen Sie mal. Jetzt in Brisant klickt mir dazu. Geht's los? Brisant wird prominent jetzt. Marion Cotillard hat sich gemeldet zur Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie. Das ist die Frau, die angeblich mit Brad Pitt eine Affäre hatte bei den Dreharbeiten. Was sie zu sagen hat, jetzt in Brisant prominent. Ja, wir hatten ja doch als Beobachter so mancher prominenten Ehescheidung die leise Hoffnung, die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie, sie könnte ohne Dramen und ohne Schlammschlacht zu Ende gehen. Aber weit gefehlt. Die Schlammschlacht geht schon los. Heute fällt der Name Brad Pitt nun auch noch im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Kindesmisshandlung. Wie kann das jetzt sein? Und was noch so alles hochkocht? Jetzt. Ja, Fortsetzung folgt. Wir fürchten ja. Bislang war ja eher Prinz Harry der große Tierschützer und Tierretter. Aber Prinz William liegt dieses Thema auch am Herzen. Insofern heute ein Appell vom Prinzen an die Welt. Ja. Action, wir machen gleich weiter. Wir haben uns nämlich verabredet mit der Gruberin, also so sagt man es in Bayern, hochdeutsch natürlich die Frau Monika Gruber. Kennen Sie aus dem Fernsehen, auch aus dem ersten deutschen Fernsehen. Ja, und sie hat jetzt eine neue Sendung gemeinsam mit Christine Neubauer. Das ist so eine fröhliche Mischung aus Promi-Talk und die zwei Damen vom Grill. Wir hatten schon ganz viel Spaß beim Reinschauen und jetzt hören wir mal, was die beiden noch so planen. Beim Bier, versteht sich. Prosit. Genau, schöne, derbe Kost aus München. Heute Abend, 23.30 Uhr. Wir freuen uns übrigens auch sehr auf Sie. Morgen wieder einen schönen ersten Abend im Herbst wünschen wir Ihnen. Und morgen dann mehr. Ciao.